Jeder will den perfekten Joint bauen, aber niemand geht es wissenschaftlich an. Und ich gebe zwar keine konkrete Anleitung, aber wer wirklich wissen will, worauf es beim perfekten Joint ankommt, der schaut dieses Video zu Ende. Ich versuche es wie immer kurz zu halten, aber vorerst noch, beim Joint kommt es natürlich auf 100.000 Feinheiten an. Der Tipp, welches Pape, Tabak oder kein Tabak, drin oder draußen, baue ich eng, stopfig, baue ich ein Backroll, baue ich normal, ist das Gras feucht, ist das Gras trocken, ich glaube, ich hab's langsam. Was aber wirklich am wichtigsten ist, wie fein grinde ich meine Blüte? Heute reicht es nicht mehr, wenn die Tüte einfach brennt. Es dreht sich nämlich alles um White Ash, Wax Rings, um Aroma, Terpene, Clean and Smoke, zumindest in meiner Generation. Und jeder Dritte zückt sein iPhone und hält seine glühende Keule in die Kamera. Ich rede jetzt von Joints. Ne? Naja, aber wer zufällig wissen will, wie das alles geht, also diese ganzen Sachen, der bleibt jetzt dran. Denn interessanterweise hat sich eine gewisse Fritsch GmbH damit auseinandergesetzt und eine Studie durchgeführt, in denen sie den perfekten Joint ermitteln wollten. Unter anderem diese Studie schauen wir uns jetzt genauer an. Für die Studie haben die Studienleiter 8 Freiwillige eingeladen, die insgesamt 29 verschiedene Joints testen sollten, die jeweils auf unterschiedlichste Art und Weise gebaut wurden. 29 Joints für 8 Personen. Ja, zu solchen Studien darf man mich auch immer gerne einladen. Die Joints wurden ausschließlich aus Cones, also Joint-Hülsen, gebaut und dann mit Gras befüllt, das eine Partikelgröße von 0,5 bis 10 mm hatte. Manche Joints wurden nachgestopft und manche wurden ausschließlich durch Schwerkraft befüllt. Und auch wurden Joints gebaut, die sowohl kleine als auch sehr große Partikel enthalten, weil auch das natürlich irgendwie das Rauchergebnis beeinflussen könnte. Und wie gesagt, alles um die perfekte Größe zu finden, in der die Blüte verarbeitet werden sollte, damit ein Joint optimal abbrennt. Die Studie ist auf jeden Fall ziemlich interessant und auch ziemlich ausführlich. Es gab beispielsweise 7 Fragen, die die Tester beantworten sollten und noch andere Kriterien, die dann am Ende für die Auswertung des perfekten Joints wichtig waren. Weil all das jetzt im Gesamten aber den Rahmen sprengen würde, habe ich die kompletten Ergebnisse für besonders interessierte Kiffer in der Beschreibung verlinkt und komme jetzt erstmal zu den wichtigsten Erkenntnissen für unser Video. Erstmal, handgemahlenes Cannabis, also durch einen Grinder zerkleinert, hat mit Abstand am besten abgeschnitten. Also Leute, kauft euch einen Grinder. Hierbei hat der Joint am besten abgeschnitten, der im 50-50-Verhältnis mit 2 mm und 6 mm großen Cannabisstücken befüllt war. Die Studiendesigner kamen zu dem Schluss, dass hier die kleinen Partikel als Stütze und Hitzeverstärker dienen und die größeren Partikel einen gleichmäßigen und guten Luftstrom erzeugen. Dadurch brennt der Joint am gleichmäßigsten ab, die Menge und die Dichte des Rauchs sind laut Studienteilnehmer optimal und der Luftstrom ist halt auch perfekt. Ich persönlich hätte die Partikel zwar vielleicht auch ein bisschen kleiner gemacht, um dem Gras mehr Oberfläche zu geben, damit der Rauch die Terpene und das THC besser lösen kann, aber wer bin ich schon? Und vom Prinzip her fasst die Studie eigentlich mehr als gut zusammen, auf was ich hinaus wollte, nämlich was am wichtigsten beim perfekten Joint ist. Natürlich unterscheiden sich die Ansichten von Konsumenten und es gibt unendlich Bauweisen und Vorlieben, aber wenn es um reine Effizienz geht, machen die Ergebnisse der Studie schon Sinn. Denn zu klein gemahlen kann das Gras den Joint verstopfen, weil nicht genug Sauerstoff an die Glut kommt. Noch dazu brennt der Joint teilweise viel zu heiß ab und viel von dem gelösten THC zieht nicht durch den Joint in die Lunge, sondern landet so eher in der Umwelt. Wahrscheinlich nicht das, wofür ihr bezahlt habt. Grinde ich die Stücke zu groß, dann ist damit auch der Luftkanal zu groß und das Pape glüht schneller durch. Der Joint selbst brennt schief ab und es kommt zum Sideburn, also das hier. Und vor allem glühen die Partikel nicht ganz durch. Die Terpene und das THC werden so nicht optimal gelöst und die Asche sieht stellenweise eher schwarz aus. Der Joint hat dadurch dann auch weniger Aroma und das Rauchgefühl wird eher kratzig. Habe ich aber auf die perfekte Größe gegrindet, hat der Joint mehr Aroma, er brennt gleichmäßig und im richtigen Tempo ab, was dann auch mitverantwortlich für die weiße Asche ist und man verschwendet natürlich auch nichts von den wertvollen Inhaltsstoffen der Pflanze. Ich gebe ja zu, das wirkt ein bisschen kleinkariert und vielleicht auch als hätte ich ein Suchtproblem, zu viel Freizeit. Ich weiß auch nicht. Für den Durchschnittskonsumenten am Wochenende wird das wohl nicht so viel Bedeutung haben. Aber vor allem, wenn es um kommerziellen Erfolg von Firmen geht, die Pre-Rolls bauen, die Cannabis als Medizin vertreiben oder später auch als Genussmittel, ist hier die Effektivität natürlich ein wichtiger Faktor. Und auch für Patienten spielt es natürlich eine große Rolle, wenn man bedenkt, wie viel so ein Gramm Cannabis kostet. Nur deswegen werden solche Dinge natürlich auch getestet und sogar Studien werden dazu durchgeführt. Gut für Leute wie mich, die immer gerne für gut aufbereitetes Wissen zu haben sind, aber auch gut für einfache Konsumenten, die sich fragen, auf was es denn nun beim perfekten Joint ankommt.
einmal darauf geachtet, dass die Partikelgröße beim Joint stimmt, dann verspreche ich, fällt der Unterschied definitiv auf. Zumindest sagen das die Studienergebnisse. Ne? Zugegeben, die Studie ist bei weitem nicht allgemeingültig, habe ich auch schon gesagt. Ich glaube aber, alle, die mal in der Weed-Szene aktiv waren, wissen, dass es gefühlt 100 verschiedene Anleitungen zu dem perfekten Joint gibt. Und jeden Tag werden es mehr. Es stimmt auch ein Stück weit. Viele kleine Dinge sind beim Bauen zu beachten und jeder hat seine eigenen Präferenzen. Da gibt es sowas wie die einzig richtige Bauweise nicht. Ich wollte trotzdem einfach mal aufzeigen, dass die Größe der Graspartikel mit hauptverantwortlich dafür ist, wie das Rauchgefühl am Ende wird. Das ist vielleicht dem einen oder anderen einfach noch nicht klar gewesen. Und das ist zum einen meine eigene Meinung, zum anderen ist es aber auch das, was die Studie rausgefunden hat und auch was andere erfahrene Cannabiskonsumenten denken. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat euch gefallen und wenn das nächste Mal jemand um die Ecke kommt und meint, er hätte das Rezept für den perfekten Joint, dann zeigt ihm gerne dieses Video. Und bis dahin danke ich wie immer fürs Einschalten und sag Tschüss.